ja, ich bin da. So, ich habe jetzt ein passenderes Shirt angezogen. Guck mal, das wurde mir zugeschickt. Das finde ich immer noch voll geil. Super nice. Sehr gut. Das ist ein sehr schönes Shirt. So, wisst ihr, das meine ich mit kräftig. Der Erik sieht so schön kräftig aus. Ich liebe es. So ist Bitte zieh für mich LKWs, Mann. Ja, Mann. So. Das Große. Der Neid der europäischen Rivalen, möge die Verdammnis sie treffen, lässt es nicht zu, die Entwicklung der Städte zu vernachlässigen. Sie müssen wachsen und stark werden, um Seeblockaden durchzuhalten. So. La Pesca, Port Isabel. Dann beschwert sich keiner, dass die Kamera da unten links ist. Oh, Möbels. Hier haben wir noch Möbels. Vielleicht hier nochmal. Ich gebe alles für Lizenzen aus hier, aber wir brauchen ja auch Handel, ne? Hast recht, dass du viele Synchronjobs bekommst. Schön. Finde ich gut. Warte, was ist das? Oh, es geht nicht. Was ist das? Chemtrails. Der hat nämlich Angst. Alter. Ist das dein Spielzeug? Mobbing the game. Alter, was machst du denn da? Ja, da ist ein Wasserflugzeug hier. So. Entschuldigung. Oh, da holt sein Flugzeug. Oh, die Aufgaben müssen wir uns angucken. empört! Oh. Lauf mal, Fuyu. Weg hier! Lauf mal, Fuyu. Durch die Halsschlagader direkt punktiert. Wissen? Es schläft. Psst, es schläft gerade. Niemand hört mich. Ihm ist sehr warm. Es ist erschöpft, weil es warm ist. Ich zieh ihm mal die Jacke aus, ja? Ich zieh ihm kurz die Jacke aus. Tebo, dankeschön. Vielen Dank, Tebo. Dankeschön, dankeschön. Alter, der ist direkt vor mir gespawnt, Junge. Oh, jetzt. Der Putzi redet. Ist der Geist da? Ist... Dorothy Robinson heißt sie. Okay, die Dorothy, jetzt geht's los. Sag den Namen! Sie ist da! Sie ist da! Und oh, wow. Das Kruzifix! Ich klatsche! Hast du geschafft mit dem? Ja, hast du geschafft! Ja, Mann! Geil! Oh! Oh! Juhu! Oh, der schön, Hund noch. Schön. Min, ich bin Autofahrer. Okay. Wen darf denn Pan küssen? Ja, wen darf ich denn küssen, Hase? Wen willst du denn küssen? Erik Range. Wen willst du denn küssen? Erik Range. Ja, aber außerhalb von... Ich will keinen küssen. Ja, siehst du, aber filmtechnisch jetzt, meine ich. Wenn du jetzt, du musst ja, wegen Drehbuch. Ach so, ja, Kit Harington. Das war ein bisschen zu schnell jetzt. Das war ein bisschen zu schnell. Weißt du, ich sitze hier so. Ja, gut. Weißt du? Ja, aber komm, sieht dir ähnlich. Also, der ist halt vom Typ her auch ähnlich. Ah, ja. So. Aha. Und dann bin ich ins Badezimmer. Und habe so getan, als würde ich ins Waschbecken pinkeln. Und habe, Andi schreibt gerade, ich habe wieder diese Träume. Und habe dabei natürlich, damit es auch so sieht, als wäre es echt aussieht, habe dabei natürlich ein wenig die Hose runtergelassen. Und man sah natürlich meinen Po. Wir haben uns entschieden, dieses Bild vielleicht nicht zu veröffentlichen. Aber der Andi hat mich seitdem fest in der Hand, macht auch ein wenig.
Und der Andi hat mich seitdem in der Hand und blackmailt immer. So, wenn du das nicht machst jetzt für mich, dann zeige ich dein Arschbild. So läuft das nämlich immer. So läuft das. Und dann waren wir neulich bei ihm zu Besuch, weißt du? Und hat er uns so ein bisschen gezeigt, so, ja, guck mal, hier ist das Wohnzimmer, hier ist unser Schlafzimmer. Und guck ich so im Schlafzimmer und auf seiner Seite vom Bett steht so eingerahmt das Bild mit meinem Po. Wo der Po so im Close-Up ist, weißt du? Ja, hier. Ach, please, paper. Oh nein, muss ich jetzt, oh nein, das ist ja ruhig. Oh, Alter, ey, was ist denn das für ein Spiel? Oh, Alter. Ja gut, Parappa, ne, mach's mal gut. Viel Spaß. Ich mag so Referenzen, aber wirklich. Oh, geil, ein Pümpel. Dankeschön. Thanks for the gift. Bitte, ich muss auch. Oh. Das betrübt. Wenn Japaner im Regen nass werden, hängen die sich so zum Trocknen raus. Die sind einfach so hardcore. Das ist ganz normal. Ganz normale Gepflogenheit. Ja, so als Deutscher immer so, mimimio, ich bin nass geworden, es regnet. Du rubbelst dich mit dem Handtuch ab und so, aber das läuft hier anders, Freunde. Habt ihr eigentlich schon rausgefunden, dass ihr in Creativeverse nur immer eine Schaufel tragt, weil eure Skins so festgelegt habt? Ja? Was? Ach so. Ja, ist ja peinlich. Das ist jetzt ein bisschen peinlich für alle Beteiligten. Huch. Hä, und ich dachte, wie kacke ist das denn? Dass das... Hallo Chat, hallo Gronkh. Und, hattet ihr schon euer erstes Mal? Nein, wir sind Gamer. Auf Twitch auch noch. Das heißt, wir leben im unfreiwilligen Zölibat. Alle. Das haben uns erst die Medien eingeprügelt und inzwischen auch diverse Online-Portale. Ja. Frauen sind lame. Ich zock lieber ein Game. Yeah. Auch die Frauen, die gerade hier zuschauen, die Damen sind auch alle noch unberührt. Aus eben diesen Gründen. Ich habe das Gefühl, dass da hinten, da ist die Ziellinie, 2020 ist zu Ende und da wartet schon 2021 und begrüßt uns schon so. So. War Pans Stimme nicht viel zu jung mit so einem Outfit? Naja, man kann ja auch mal anders reden, nicht? Das ist... Wir hatten ja damals... da war dann, als ich aus dem Fenster gesehen habe, da waren drei Jugendliche und die haben immer gegen die Tonnen gebollert. Immer gegen, nicht? Und man will ja auch schlafen. Ich kann ja im Alter nicht mehr so, wissen Sie? Also schlafen meine ich. Und da bin ich oft auch nachts graus und muss dann... Weißt du? Das geht natürlich auch. Spanier sprechen das Haar nicht. Oh, das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Das, wow. Oh, das ist aber... Das ist aber Art. Sehr Artcore, finde ich. Also, weiß nickt, was sie dazu sagen soll. Ganz schön heftig. Dann ist das hier gar kein Strohhalm, sondern ein Strohalm? Vielleicht? Nimm's dir nicht zu Erzen. Ja, dann können wir hier vielleicht auch Anf... Ja, Anf können wir hier anbauen. Das glaube ich ganz gut. Ja, wegen der ganzen Monte-Geschichte. So. Bitte, ihr Lieben, bitte,
lernt lesen. Lest, was ich geschrieben habe. Ich hetze nicht gegen Monte. Ich schaue ab und zu mal ganz gerne Videos von ihm, die Best-ofs. Ja, ich bin nicht mit allem einverstanden, was der Mann sagt und er greift gerne mal ins Klo. Aber er hat auf jeden Fall auch viel zu vermitteln durch die Scheiße, die er erlebt hat. Aber was ich geschrieben habe, ging nicht gegen Monte, sondern gegen die Zuschauer, die das versuchen zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Lest es bitte genau. Lest es. Lernt lesen und schreiben. Schreibt euch nicht ab. So. Und Monte steht auf der Blacklist. Bitte nicht in den Chat schreiben. Ist auch egal, Leute. Ist auch egal. Nicht nachfragen. Waren wilde Tage gerade. Sie, selbst Tobi wird Sprecher, der Funk muss man den Hintern hochkriegen. Ja, Mann, das muss der Funk wirklich. Da muss er wirklich mal, da muss man mal richtig reintreten. Dass der Hintern so links und rechts einfach so pff, aufspritzt einfach. So, also richtig bäm. Anders geht's nicht mehr. So. Oh, ich habe gerade heimlich getrunken.